Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer schon lange überfälligen Folge von Einfach Lecker Kochen. Heute stippen wir mal Schweinefilet-Medaillons in Gorgonzola und schauen, wie es schmeckt. Wem fällt auf, dass da eine neue Küche ist? Also eigentlich ist die Küche alt, aber... So, ich hoffe, man kann alles gut erkennen. Wir haben Pfeffer, Salz, Thymian, Petersilie, Gorgonzola, ein kleiner Block Brühe, eine Zwiebel, zwei Esslöffel Mehl, ein halber Liter Hälfte Wasser, Hälfte Milch, drei Esslöffel Butter, grüne Bohnen, Schweinefilet und Schinkenspeck in dünnen Scheiben. Wir fangen an. Mit Bohnen und Zwiebeln. Bohnen abtropfen lassen, stehen lassen, Zwiebeln klein hacken. Los geht's. So, wenn ihr das Fleisch zubereitet, dann tut mir einen Gefallen. Benutzt eine andere Unterlage als für alle anderen Sachen, die ihr schneidet. Weil gerade wenn es um Fleisch geht, ist Hygiene wahnsinnig wichtig. Eure Gesundheit wird es euch danken. Läuft. So, hier sehen wir die dicke, fette Katze Chiara, die den ganzen Tag schläft. Vorhin war sie im Regen und hat die ganze Wohnung nass und dreckig gemacht. Jetzt schläft sie, nachdem sie wieder gefressen hat. Hier haben wir den großen, dicken Bären, der sich bemüht, etwas zu essen zuzubereiten. Jo! Zumindest den Teil der Zeit. Was haben wir denn sonst noch? Was bastelt? Sag mal, filmst du da gerade? Ja. Wo ist Bastet? Bastet ist weg. Hallo, na? Was ist dein Wort zum Sonntag? Das ist der entzückende kleine Bastet. Die man den ganzen Tag knuddeln könnte, bis sie quietscht. Wiedersehen, Bastet. Nachdem ein Großteil dieser weißen Fläche entfernt wurde, könnt ihr euch Scheiben abschneiden. Schöne Medaillons, die wir gleich weiter verarbeiten werden. Was steht denn als nächstes auf? Und es gab einen Positionswechsel. Hier sehen wir jetzt Chiara von vorne, wie sie mürrisch guckt, was sie auch einen sehr großen Teil des Tages tut. Insgesamt tut diese Katze nicht sehr viel Aktives. So, wir fangen an, nachdem wir alles vorbereitet haben. Hälfte der Butter wird in der Pfanne zerlassen. Ausgelassen, zerlassen, wie heißt das richtig? Soweit ich weiß, zerlassen. Zerlassen. Butter wird zerlassen. Zwiebeln werden angedünstet. Während die Butter jetzt so langsam aber sicher in den Fluchtmodus übergeht und sich verflüssigt, oh Gott, der war schlecht, stellen wir uns schon mal das Mehl parat. Das brauchen wir gleich. Achtet bitte darauf, dass ihr die Zwiebeln und die Butter nicht zu schnell zu heiß werden lasst. Sonst habt ihr gleich keine Butter in der Pfanne und euch brennen die Zwiebeln an. Und das wollen wir nicht. Wir wollen sie nur ein kleines bisschen andünsten. So, jetzt kommt zu den Zwiebeln und der Butter die zwei Esslöffel Mehl hinein. Randale. Alles noch da. Einmal gut rühren. Und ein bisschen den Topf anheben, das ist wichtig, damit euch das Mehl nicht sofort anbrennt. Vermischt das Mehl mit dem Fett und es löst sich sehr schnell auf. Das wird, klümpchenfrei, bis ihr das gut vermischt habt. Dann wieder drauf, bis anfängt Geräusch. Gutes Deutsch. Jetzt als nächstes Milch und Wasser.
So, und jetzt kann man wunderbar sehen, was für eine blöde Idee es von mir war, alles auf einmal reinzukippen. Weil jetzt muss ich nämlich ordentlich rühren, damit sich das feste Mehl-Butter-Mischung sich mit der Milch verbindet. Ich habe die Temperatur ein bisschen runtergedreht, damit ich das machen kann. Und gehe jetzt zu Plan B über. Plan B. Was merken wir uns beim nächsten Mal? Erst ein bisschen Flüssigkeit rein, gut verrühren und dann der Rest dazu. Als nächstes packen wir Thymian und Petersilie rein. So. Fahrt mit dem Löffel ruhig über den Boden drüber, damit es nicht anbackt. Wenn ihr es gut umgerührt habt, dann ist da eigentlich nichts mehr. Aber sicher ist sicher, ich kenne mich, ich bin tollquatschig. So. Als nächstes, ein Brühwürfel. Ich kann kochen, ich kann Brühwürfel in warme Flüssigkeit geben. Ich bin ein Genie! Uga, sei stolz auf dich. Ich erhöhe die Temperatur jetzt auf die Hälfte. Mir zur Verfügung stehenden Hälfte erhöhe ich jetzt die Temperatur. So, weil nicht jeder hat 12 Positionen auf seinem Rädchen stehen, sondern manche nur 4 oder 6. Jawohl. Und wenn ich dann sage, dreht eure Heizung, dreht euren Ofen auf 6 und 6 ist das Höchste, was geht, ist das ein bisschen Kacke. Es wird die ganze Zeit weitergerührt, weil das wird jetzt gleich anfangen zu köcheln und es soll nicht festbacken. Mittlerweile kommt ein wenig Bewegung hinein. Das heißt, der Moment, wo der Gorgonzola dazu kommt. Ich habe den Gorgonzola in Scheiben geschnitten, damit er leichter schmilzt. Den legen wir jetzt einfach dazu. So. Denkt dran, dass ihr regelmäßig immer noch umrührt. So, dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass der Gorgonzola jetzt in seiner Ursprungsform und in seiner geschnittenen Form durchaus variiert. Ich habe überhaupt keine Erklärung, wie das zustande kommen kann. Von daher, das ist ein Fall für Akte X oder so. Die Trovatos, Detektive im Einsatz. Ja. Das sind so die Momente, wo ich gerne meinen Gesichtsausdruck auf Kamera hätte. Ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich habe bescheuert geguckt für 20 Euro. Auf ein Viertel der maximal zur Verfügung stehenden Temperatur wird das jetzt runtergedreht. Weil sonst wird es nämlich zu heiß und dann brennt es an und das wollen wir nicht. Nachdem nun alle Stücke geschmolzen sind von dem Käse, kommt er erst einmal runter. Wir nehmen uns die Pfanne zur Hand, denn jetzt geht's ans Fleisch. So, die restliche Butter kommt in die Pfanne. So, jetzt kommt das lustige Basteln. Wir nehmen ein Stück Fleisch und ja, so 2 Stücke Speck, die wir da drum rumwickeln. So. Nicht schön, aber selten. Ach was, das ist wunderschön. Das wird total lecker werden. So. Das macht ihr jetzt mit dem kompletten Haufen. So sieht das dann aus, wenn man fertig ist. In der Beschreibung wird stehen 10 bis 12 Scheiben. Das stimmt nicht. Es ist zu wenig. Deswegen habe ich schon von vornherein doppelt so viel gekauft und immer noch Fleisch übrig. Oder ich bin zu gierig, was den Speck angeht. Man kann nicht zu das geht nicht, das geht. Man kann nicht zu gierig sein, was Speck angeht. Vielleicht hast du auch einfach zu viele Stücke geschnitten. Ich weiß, was ich gleich schneide. Den Rest der Butter habe ich jetzt in die Pfanne gepackt. Jetzt folgendes. Eine Hand zum Greifen. Die andere Hand für Fleisch.
Weil sonst muss ich mir nach jeder Aktion die Hände waschen. Das habe ich auch keinen Bock drauf. Als erstes legen wir das Fleisch auf die Nahtstellen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da, wo die Speckstücke enden. Warum? Weil durch die Hitze das Eiweiß sich verbindet, also fest wird und der Lappen hier nicht mehr auseinanderfällt. Soweit die Theorie. Wenn das jetzt praktisch auch noch funktioniert, ist das genial. Das Fleisch braten wir jetzt von beiden Seiten ungefähr 2 Minuten an. Schön heiß, schön scharf anbraten. Da ich das Fleisch jetzt schon zu Beginn reingetan habe, während die Hitze sich so langsam aufstockt, dauert es einen Moment länger. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Mittlerweile befinden sich die Bohnen in der Auflaufform. Es kommt eine ganz leichte Brise Salz drüber. Ihr braucht wirklich nicht viel. Nur ein bisschen. Das gleiche mit Pfeffer. Geht am besten systematisch vor, dass ihr auch überall ungefähr gleich viel Pfeffer drauf gemacht habt. Bereitet euch gleich mal ein kleines bisschen Wasser schon vor. Das werdet ihr gleich brauchen. Die fertigen Medaillons legt ihr jetzt einfach auf die Bohnen oben drauf. So, das Fleisch ist fertig und es sieht jetzt schon... Ah, ich würde es am liebsten jetzt schon essen. Es riecht einfach himmlisch. Wir hatten hier noch ein bisschen Wasser übrig. Davon geben wir ein bisschen was rein. Einmal schön durchrühren. Da ist ein bisschen viel Wasser geworden. Normalerweise so 60 bis 100 Milliliter. Ist ein bisschen viel. Lasse ich noch drin. Reduziere ich ein bisschen. Lasse das Wasser verdampfen. Das wandert dann hier als Geschmacksträger mit in die Soße rein. Bei der Soße müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die wird mittlerweile schon wieder ein bisschen fester. Aber kein Problem. Was das Salzen angeht, seid bitte vorsichtig. Denn der Speck hat schon von sich aus immer eine sehr salzige Seele. Von daher lassen wir das Salz einfach komplett weg. Pfeffer. Der Pfeffer wird schön über die Medaillons drüber gegeben. Bei dem Pfeffer bin ich großzügig, weil in dieser Familie ist Pfeffer ein gern gesehener Gast. Wir sind Junkies. So, ein bisschen Pfeffer ist noch übrig. Das nehmen wir für später. Und das Salz, das tue ich auch auf Seite. Man kann ein Gericht immer nachsalzen, wenn es sein muss. Aber schmerzhaft gelernt, wenn es zu salzig ist, ist das kacke. Der Bratensatz hat sich reduziert. Einmal mit Crepe den Überlauf abwischen. Weil, wenn man es auf die Platte zurückstellt, die ist immer noch heiß, auch wenn sie mittlerweile ausgeschaltet ist. Und dieses Wasser-Fett-Gemisch auf heißer Platte kommt nicht gut. Sowieso mit Wärmequellen und Fett immer sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen. So, der Bratensatz ist jetzt in der Soße drin. Ich verwende jetzt die Resthitze von der Platte, um das Ganze nochmal so ein bisschen anzuwärmen. Ich rühre das so lange, bis das Ganze eine homogene Masse bildet. Schmeckt absolut scheiße, macht das auf keinen Fall nach. Boah, geil. So, nachdem das Ganze jetzt gut durchgerührt ist, kommt das übers Fleisch drüber. Schön verteilen. So. Das ist soweit fertig und bereit für den Ofen. Den Ofen haben wir auf 200 Grad Ober-Unterhitze gestellt oder wahlweise Umluft 180 Grad. Im Rezept steht es ein bisschen anders, aber man kann immer eigentlich davon ausgehen, dass Ober-Unterhitze und Umluft 20 Grad differenzieren. Wo 200 Grad Ober-Unterhitze drin steht, könnt ihr auch Umluft machen, 180 Grad. Das Ganze ab in den Ofen. Juhu!
Wir stellen den Wecker auf 25 Minuten. So, die 25 Minuten geben uns genug Zeit, hier ein kleines bisschen aufzuräumen und noch zusätzlich eine Beilage zu machen. In diesem Fall habe ich mich für Reis entschieden. Reis passt eigentlich schon, nur so ein Allrounder. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Essen fertig ist. Und so sieht's aus, wenn es fertig ist. Wenn es jetzt Geruchsfernsehen geben würde. Haha! Mmmh! Yum, yum, yum. So. Guck mal. Ich mache ganz viel Klicks mit Katzen auf dem Video. Guck mal. Katze auf Video. Guck mal in die Kamera. Siehst du da? Kamera? Du bist fotogen. Nach dem Foto darfst du gehen. Du bist so schön am Knattern, bist du? Freches Ding. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kocht es nach. Das Rezept werde ich euch unten in die Videobeschreibung hineinschreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.